Heute verlassen wir den wunderbaren Dino Beach, der uns wohl ewig in Erinnerung bleiben wird. Definitiv. Das Erlebnis einschneidend. Sehr einschneidend, genau. Ja, erlebt mit uns die besten Highlights der letzten 10 Tage. Und dazu gehören? Der Besuch des südlichsten Punktes Europas am Festland. Ein Sturm, der uns fast weggeblasen hätte, ne? Unserem Weg. Ja, Straßen, für die unser Auto niemals konzipiert wurden. Enger ging es nicht mehr. Dann noch das Schiffswrack, die Dimitrios mit ihrer unglaublichen Geschichte. Ja, und wir haben eine echt richtig spektakuläre Wanderung um eine Insel und auf eine Insel gemacht, Monemvasia. Absoluter Traum. Absolut. Kann ich nur beisteuern. Und dann waren wir noch in einem versteinerten Wald in Neapoli. Ja, auch super interessant und muss man gesehen haben. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dabei und seid wieder ein Teil von unserer Reise. Wir machen uns auf den Weg zum Cap Tenaro, zum Leuchtturm am südlichsten Ort Europas auf dem Festland. Auch in Tarifa gibt es einen südlichsten Ort Europas. Diese beiden sind sehr bekannt. Ups, nicht aufgepasst, falsch abgebogen. Einmal schnell wenden und weiter geht's. Wir sind auf dem Weg zum Lighthouse und wissen noch nicht genau, wo es hergeht. Wir vermuten, dass wir hier richtig sind. Diese noch gut erhaltenen Kieselmosaike stammen scheinbar von Grundmauern eines Gebäudes aus römischer Zeit. Die Kalifornien, das Schiff, das die Titanic vor dem ihr zu Verhängnis werdenden Eisbergen warnte, sank 1915 beim Cap Tenaro, nachdem sie von der deutschen Flotte torpediert wurde. Das Wrack des Schiffes wurde allerdings bis heute nicht gefunden.
ca. 120 Kilometern Entfernung in west-nordwestlicher Richtung vom Kap befindet sich in 5121 Metern Tiefe der tiefste Punkt des Mittelmeers, das Calypso-Tief. Nach unserer Wanderung geht es nun weiter zum Glyfada Beach, zu dem Schiffswrack Dimitrios. Und dort erwarteten Ottmar mehrere Überraschungen. Guten Morgen, ich bin auf dem Weg zum Schiffswrack, zur Dimitri, glaube ich, heißt sie. Und da gibt es auch eine coole Geschichte dazu, dass das Schiff letztendlich vorm Hafen geankert hatte, der Kapitän krank geworden ist und ins Krankenhaus musste. Und irgendwann hat die Behörde oder die Stadt selber das Schiff dann in den Hafen reingeschleppt und an ja, befestigt, und bei einem Sturm hat es sich losgerissen und dann ist es hier gestrandet, wo es jetzt steht, und man hat es halt da einfach liegen lassen. Und das Ganze war wohl so, dass der Kapitän mehr als ein Jahr im Krankenhaus war, und ist schon auch eine spannende Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Es hat schon was, wenn du so ein Wrack mal live siehst und vor allem auch kein kleines Bötchen. So, jetzt sehen wir es mal von der anderen Seite. Peter steht jetzt auch gerade da vorne vorm Boot. Dann hat man mal so ein bisschen das Ausmaß. Peter steht jetzt genau an dem Fleck, wo alles bunt ist, so wie die Peter. Die kann man kaum erkennen. Wahnsinn, oder? Ja, das ist so cool. Und so schön, dass ich es da gelassen habe. Ne? Sehr auf den Sand. Da ist nichts drin. Könnt ihr hier mal einen Blick reinwerfen? Wahnsinn! Hier alles aufgebersten. Wahnsinn! Da hinten sieht man das Blech, wie der Fraß da vom Rost sich vorantreibt. Ja, irre. Hier. Ja. Heute hält die Frisur. Gar kein Wind. Null Wind hier. Wahnsinn. Cool, dass wir hier sind. Auch hier das Wasser wieder glasklar. Einfach nur ein Traum. Hier liegen auch noch ein paar Reste vom Boot wahrscheinlich. Am Horizont da hinten ist der Nebel. Über dem Meer. Da ist auch ein Nebel. Der winkt mir gerade. Um die Dimitrios ranken sich viele Gerüchte. Sie ist seit Jahrzehnten verlassen von Kapitän und Mannschaft. Die Besitzverhältnisse sind konfus. Es gibt viele Gerüchte. Das Schiff sei ein Schmugglerschiff gewesen. Die Mannschaft habe gemeutert. Der Kapitän sei schwer erkrankt. Es habe an Bord gespukt. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sitzen hier auf unserer Dachterrasse. Haben gerade gefrühstückt. Haben gerade gefrühstückt.
und genießen hier den Blick aufs Meer. Stehen hier so ein bisschen hinter einer Düne. Hinter uns könnt ihr schon sehen. Stehen noch ein paar mehr. Stehen noch ein paar mehr. Und ein paar mehr am Meer. Ein paar mehr am Meer. Immer diese Wortspielereien hier. Aber wir haben einen coolen Blick. Das ist unser Ausblick gerade hier. Da hinten ist die Sonne aufgegangen. Ja, ich würde sagen, es ging uns schon mal schlechter. Ja, definitiv. Echt ein cooler Platz hier. Wir waren gestern schon am Schiffswrack. Und heute Morgen. Und heute Morgen habe ich auch schon mal ein paar Bilder beim Sonnenaufgang gemacht. Und es ist noch schön rot eingefärbt. War schon cool. So, jetzt sind wir noch fertig frühstücken. Und dann schauen wir, was heute der Tag so bringt. Mhm. Viel ja. Sonne auf jeden Fall. Sonne pur heute. Mhm. Gestern waren schon fast 20 Grad. Also in der Sonne gefühlt viel wärmer. Ja, es war wärmer wie 20 gestern. War gestern auch ein bisschen im Wasser. Beim Schwimmen. Und schauen wir mal heute von der Dimitrios noch ein paar schöne Aufnahmen von drin machen. Das wäre heute mal so das Ziel mit der GoPro unter Wasser und drin. Schauen wir mal, was uns da so gelingt. I've been lying here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. Thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Wir waren gerade schon im Vodafone-Laden in Gütiöh und der hat uns gesagt, um die neu zu aktivieren, braucht er die SIM-Karte. Wir haben dann wieder Unlimited ab heute für 30 Tage, war uns wichtig. Und er baut sie jetzt aus, dann nehmen wir die mit rüber und dann wird sie wieder aktiviert. Ich nehme euch mal mit raus. Da geht es gleich wieder zurück zum Vodafone, wo wir schon waren und ein bisschen in die Stadt rein. Hier stehen wir jetzt neben dem auch ein Frack, glaube ich, aber nicht die Dimitrios. Die steht nämlich ganz da hinten und daneben haben wir auch schon übernachtet. Ich denke, wir werden da noch 2-3 Tage bleiben. Es ist ganz tolles Wetter, schon über 20 Grad und dann geht es heute auch ins Wasser. Na, wie klappt's? Ja, Ruder ist draußen, jetzt öffnen wir den mal noch. So, dann schauen wir mal, welche SIM-Karte ich brauche. Brauchst du irgendeine Nummer? Steht da was drauf? Ja, die ist rot. Das ist definitiv nicht Telekom. So, dann... Kannst du den offen liegen lassen? Ja. Okay. Da ist sie. Da ist die Vodafone-Karte. Okay, die nehmen wir jetzt mit. Die nehmen wir jetzt mit. Und dann hoffen wir, dass das funktioniert. Jetzt sind wir schon wieder auf dem Rückweg. Und sind gleich schon da. Gott sei Dank noch geöffnet. Don't worry, it's okay. Yeah, okay, thank you very much. You put it in the next video in your store. Oh, thank you very much. You're welcome. Jetzt sind wir angekommen wieder. This is the SIM-Card. Yeah. Die SIM-Karte wird jetzt aktiviert. Yeah, the same one. Just change the program. Not the number, not the PIN, nothing else. Yeah, perfect. Muss nur wieder einbauen. Mhm. Gleiche PIN, gleiche Nummer. Ja. Cool. Na dann. Okay. Yeah, oh. Channel. Oh. You can see your story. You. Yeah. Nice. Yeah, we go around the world. We are now 2 years on the road. Oh my God. Yeah. That's nice. I hope you can do
easy travels. Yeah, yeah. We thank you. And now you need 30 euro? 30? Yes. Yeah. Ah. Yeah, I paid cash. Jetzt haben wir unsere Karte. Da ist der Vodafone Shop. Mega cool, super nett. Und jetzt geht's für uns zum Einkaufen. Peter ist schon vorgegangen. So, Ottmar ist jetzt da mal reingegangen. Und vielleicht findet er da einen Schlauch für unseren Diesel-Adapter. Na, jetzt kommt dann immer über die Straße. Hast du was gekriegt? Vielleicht eine Idee, wo es geht. Ja. Genau. Hat mir das jetzt gemarkert? Okay. Jetzt geht's zum Einkaufen. 1,5 Kilometer. Jetzt sind wir hier am Mai Market. Ein relativ großer Markt. Und da werden wir jetzt ein bisschen was einkaufen. Ich habe mittlerweile mitgekriegt, dass ich mir mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Rippe gebrochen habe und heute ist nochmal irgendwas passiert. Ich kann mich nicht hinlegen, ohne dass ich vor Schmerzen hier irgendwie irgendwo liegen könnte. Ja, jetzt haben wir einen Notarzt angerufen. Und 11 Uhr in der Nacht. Mitten in der Nacht, wir haben 11, also jetzt haben wir 11 Uhr, glaube ich. Und ich denke, dass der in einer Viertelstunde da sein wird. Meldest dich einfach. Okay, thank you. Okay. We'll go, okay? Yeah, okay. Okay, thank you. You're welcome. Jetzt nehmen Sie ihn mit nach Gütjo ins Krankenhaus oder Ambulanz. Und haben jetzt lange gewartet. Ich hoffe, dass alles gut geht. So, der Krankenwagen war jetzt gerade da. Wir haben ziemlich lang warten müssen. Er hat uns erst nicht gefunden. Die haben jetzt den Ottmar mitgenommen. Und ich hoffe, dass ich dann bald Bescheid bekomme, was wirklich los ist. Das mit der Rippe hat sich jetzt doch irgendwie schlimmer rausgestellt, als wie es eigentlich sich angefühlt hat. Er konnte sich gar nicht mehr hinlegen und einfach nur stehen oder so gerade sitzen und bei jeder Bewegung hat alles furchtbar wehgetan. Er ist jetzt im Krankenhaus. Ich denke, er ist da bei guten Ärzten gut aufgehoben und ich werde wohl morgen dann nochmal berichten. Also, ciao. Hallo Leute, bin wieder zurück. War gestern Abend noch im Krankenhaus. Man hat mir eine Spritze verpasst gegen die Schmerzen und am Montag muss ich noch mal hin. Da gibt es dann ein Röntgenbild und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Heute Nacht habe ich relativ gut schlafen können mit der Spritze gegen die Schmerzen und ja, soweit erstmal alles gut. Rippe ist gebrochen, das hat er schon festgestellt und den Rest werden wir Montag erfahren. Da werden mal eben die Auffahrkeile gewaschen. Die haben sich ganz voll gesaugt mit dem Schlamm hier. Und bevor wir die wieder aufräumen, wir stehen ja jetzt gerade ohne Keile, werden sie mal gewaschen. Also in die Wellen gehe ich jetzt nicht rein. Thank you.
Hier geht eine steife Brise, aber die Luft ist relativ warm. Und wie war's? Super! Super ist bei der Petra nicht wirklich super. Sonst würde die super sagen. Ja, alles die... gut, echt? Ja. Ja. Wow, da hat sich irgendwas losgerissen vom Schiff. Das ist neu. Ah, oh, schade. Wir müssen uns jetzt verabschieden von der Dimitrios. Mann. Guten Morgen. Ich sitze hier gerade vor der Ambulanz, also vor dem kleinen Krankenhaus hier in Gütjü. Da sind wir heute Morgen hingefahren, hatten um 10 Uhr einen Termin. Jetzt ist Ottmar im Röntgenraum. Er war ja schon mit dem Notarzt vor 3 Tagen hier in der Nacht. Da konnte nicht geröntgt werden, das holen die jetzt heute nach und ich hoffe, es dauert nicht so lange und dass nichts Schlimmeres rauskommt, als wir jetzt schon wissen und die Schmerzen wird er noch ein paar Tage oder Wochen haben. Und da hinten steht die Dimitrios, das Schiff, da haben wir jetzt ein paar Tage übernachtet. Fahren wir auch nachher wieder hin zurück, weil wir ja noch auf ein Paket warten. Das müssen wir auch heute noch klären, wann das kommt und wo das genau abzuholen ist. Da kommt er wieder. Und, was sagst du? Ja. Und warten. Warten. Und Schmerzmittel nehmen, wenn es anders geht. Mehr kann man nicht machen. Mehr kann man nicht. Aber gut. Und, eine fette Rechnung bezahlt? Ja, ich habe tatsächlich gerade eine Rechnung bekommen. Ich war mir jetzt gar nicht sicher, ob das wirklich stimmen kann. 2,44 Euro. Nee, das kann nicht sein. Hallo? Wir sind auf dem Weg zum Leithaus. Auf Gütjü. Auf Gütjü. Ja. Gerade aus dem Krankenhaus raus. Alles gut. Und jetzt wollen wir uns hier noch ein bisschen bewegen und weil die Kosten vom Krankenhaus so minimal waren, haben wir uns entschlossen, jetzt gehen wir jetzt mal essen. Wir gehen gleich mal essen. Weil wir haben so viel Geld gespart beim Krankenhausaufenthalt. Also werden wir jetzt noch ein bisschen was essen. Aber jetzt gehen wir erst noch zum Leithaus. Genau. Wie ihr sehen könnt, nach dem gestrigen Sturm und Regen haben wir heute wieder super schönen blauen Himmel. Es ist warm. Kleiner schmaler Pfad mit vielen gelben Blumen, die richtig saftig leuchten. Hier ist quasi schon Frühling. Wir sind gespannt auf den Fisch. Genau, der Fisch steht nur aus. Mhm. Jetzt haben wir erstmal Vorspeise. Ja. Sehr lecker. Hier gibt es normalerweise Street Food. Hier kannst du an der Theke stehen, hier vorne. Hinten kannst du drin sitzen. Ja, ist echt, ich sag mal, cool. So, wir sind jetzt bei dem ACS-Kurier und ich glaube, wir können schon was abholen. Wow. Wie es ausschaut, ist schon was da. Guten Morgen, letzter Tag hier in unserem schönen Beach. Gestern Abend, Schrecksekunde, wir hatten ja berichtet, dass wir unsere Pakete geholt haben. Und ja, wir hatten das iPad mit dabei und als wir zu Hause angekommen waren, war das iPad nicht mehr da. Gemerkt habe ich das, als ich den netten
Pencil wieder an das iPad packen wollte und dann... Große Aufregung. Große Aufregung. Wir haben ja alles auf den Kopf gestellt und dann habe ich noch gedacht, scheiße. Und ich habe gesagt, du hast es bestimmt im Paketshop liegen lassen, ne? Ja, und dann haben wir gestern Abend probiert, dort anzurufen. Dann kommst du erstmal in der Zentrale irgendwo in Griechenland raus. Ja, erstmal war doch irgendwie so eine Computerstimme. Genau, und die habe ich dann einfach abgewartet und irgendwann war jemand am Telefon und die hat uns dann gesagt, dass sie dafür nicht verantwortlich sind und dann wollte sie wissen, die Postleitzahl von dem Ort, wo wir sind, die habe ich echt zufällig gewusst ja. Und dann konnte sie quasi den Ort ausfindig machen und die Filiale und dann hat sie uns dahin verbunden und wir haben ja unseren lieben Griechen Nick hier neben uns. Der hat das Gespräch dann übernommen und hat dann in Griechisch eben die ganzen Dinge abgefragt und siehe da. Sie haben es wirklich gefunden und wir können es heute morgen abholen. Wir dürfen das heute wieder abholen und er hätte gerne angerufen. Und der Tipp von meiner Seite, schreibt irgendwo eure Telefonnummer auf die Geräte drauf, weil wenn ihr schon einen ehrlichen Finder habt, der wird der ruft euch an. Garantiert anrufen und dann könnt ihr es wiederholen. Also für uns war zumindest die Nacht gerettet, nachdem wir das gestern Abend alles klären konnten. Noch. Das war echt aufregend. Ja. Boah, also da steckt halt einfach viel Geld. Hin und her gerannt hier im ganzen Mobil. Das ganze Fahrzeug alles wieder abgesucht. Kopf gestellt und ja. Aber jetzt ist alles gut, wir holen das heute. Wir werden noch Wasser tanken und dann wird's losgehen für uns. Und einkaufen, ja. Müssen wir auch noch. Einkaufen, ab zum Lidl und noch den Großeinkauf machen. Ja, und dann sehen wir uns wieder irgendwann später am neuen Stellplatz. Genau. Also, ciao. Ciao. We are ready to go. Schnell noch Wasser tanken und dann geht's für uns nochmal nach Gütio. So. Das ist die Firma ACS, wo wir gestern unser iPad vergessen haben, das Paket abholen. Da ist einer glücklich. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Monemvasia. Es wird auch das Gibraltar des Ostens genannt. Heute besuchen wir die beeindruckende Burgstadt im Südosten des Peloponnes. Sie ist nur vom Meer aus zu sehen und nur ein schmaler Weg verbindet sie mit dem Festland. So entstand auch ihr Name, der so viel wie einziger Durchgang bedeutet. Der fantastische Ort wurde ursprünglich im Mittelalter erbaut und ist seither ununterbrochen bewohnt. Unser Spaziergang durch die gepflasterten Straßen und hinauf zur Ruine ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Da ist frohlockig. Die wollte die ganze Zeit schon sich sportlich mal wieder betätigen. Geh weiter. Geh weiter. Da wisst ihr, was damit gemeint ist.
Da haben wir die Treppe gefunden, die ins Nirgendwo geht. Oder ins Irgendwo, wie auch immer. Na, guter Ausblick. Ich stolper jetzt da mal hoch. Auch mal über die Treppe. Danke. Schaut hier mal runter. Da unten gibt es Restaurants. Geil. Oben auf dem Dach. Ey, zwei Stück, ne? Ja. Wow. So ein cooles Örtchen hier. Man merkt schon, dass Winter ist. Es ist nicht wirklich viel los, aber echt ein Traum. Ganz enge Gassen. Ich komme jetzt gerade oben von der Festung. Heute versuchen wir mal, die Insel Monemvasia an der Steilküste zu umrunden. You found me when I couldn't see the surface. And you pulled me, yeah, you pulled me to the shore. You held me in your arms when I was broken. When this world saw me. Hier ist wohl eine Baustelle mitten im Berg. Wie auch immer die da hinkommt. Geil. It's killing me, knowing you won't be around. Everything, you meant everything, and I won't lose you now. Ein Fenster. Noch eins, und das ist ein Baum drin. Cool. Für das letzte Stück bis zum Lighthouse war Schwindelfreiheit und ein paar Klettereinheiten nötig. Kleinen Örtchen angekommen. Da gehen wir jetzt noch ein bisschen durch. Unser nächstes Ziel liegt am Fossil Forest, ganz unten im südöstlichsten Finger des Peloponnes. Hier trafen wir auf eine ganz faszinierende Umgebung. Das war mal ein Ritt hier. Wir sind an den versteinerten Forest, also versteinerte Wald hier angekommen jetzt. Wir werden jetzt gleich mal rübergehen, aber ich kann es euch sagen, mein Navi hat mal ganz schön uns hier durch die kleinsten Straßen geführt.
Und das war noch nicht immer notwendig. Nee, wahrscheinlich ging die Straße auch anders. Unglaublich. Aber wir sind an Baugerüsten vorbeigefahren, an super engen Gassen. Hallo. Du sollst da gucken. Also das war ein Gehangel durch die Ortschaften durch. Und aber jetzt sind wir am Fossilien Forest angekommen und schau mal, wie das da aussieht, ne? Wir haben dann den Fossil Forest erkundet. Es handelt sich hierbei um einen versteinerten Palmenwald, der vor 2 bis 3 Millionen Jahren noch in den damals hier vorherrschenden Subtropen existierte. Er wurde durch eine heftige Überschwemmung überflutet und die Bäume zerstört. Wurzeln und Baumstümpfe jedoch blieben stehen und wurden bei der Überschwemmung sofort vom kalkhaltigen Meeresboden überdeckt. Durch das Calciumcarbonat im Meeresboden wurden die pflanzlichen Teile langsam in Stein umgewandelt. Über diese Schicht des Meeresbodens kamen dann neuere Ablagerungen, bestehend aus den Schalen und Überresten von Meerestieren. Schön, dass ihr wieder dabei wart und uns begleitet habt. Danke. Vielen Dank. Bitte einen Daumen nach oben und schreibt uns gerne in die Kommentare. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Im nächsten Vlog erwartet euch der Simos Beach von Elafonissos. Einfach traumhaft. Und wir stellen euch unsere neue Powerstation vor von Alpower. Wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Danke. Danke. Wollen wir nochmal machen? Den Schluss? Nee, der war jetzt gut. War holprig, aber der war gut. Ja, du kannst ja schneiden. Nee, der war gut.